Hallihallo und willkommen zum neuen Video, Leute, mit Felix. Voll cool, erste Tour für uns 2023 und auch sonst seit längerem. Ist recht busy und heute haben wir es endlich mal wieder geschafft. Ich bin super aus Atem. Wir sind beide mit unseren E-Bikes unterwegs, ich mit meinem halben und das merke ich beim Aufwachen. Oder ich bin einfach nur so untrainiert, vielleicht schiebe ich es einfach immer aufs Bike jetzt. Wir stehen schon vor dem ersten Trail, ich würde sagen, es geht los. Ja Leute, ich bin gespannt. Ich war schon mal, das war lustig, ich war schon mal im Korb, aber es ist relativ lange her. Ja, deswegen mal so sehen, was mich hier erwartet. Voll geil, dass Felix dabei ist, der kennt die hier nämlich schon ein bisschen. Der ist die Tour schon mal gefahren. Die nicht vorhandenen Anlieger machen meinen Schlüsselbein nervös. Hast du nicht gesehen? Ich bin auf in der Linkskurve voll weg. Nee, hast nicht gesehen. Bin ich einmal so richtig so raus, also so richtig weg. Okay, ja. Muss da auf den Fuß rausnehmen. Ja, ich finde es gar nicht schlimm, wenn kein Anlieger da ist, aber ja, es war halt alles so weggebrochen irgendwie oder so, ja, sehr schmal dann. Und ich hatte gedacht, na, wird schon irgendwie halten, aber da war auch nicht so viel halt. So Leute, wir sind jetzt auf dem Krugeiche, Kreuzeiche, Kreuzeiche-Trail, glaube ich. Krugeiche ist obersten Feld. Und Felix zieht hier die Sprünge ab. Kleiner Double. Witzig. Hey, Felix ist ganz schön schnell geworden, oder ich ganz schön langsam. Krass. Wow, Table schaffen wir noch? Ja. Ach, das ist geile Gewicht, schon gut. Hey, bist du schnell geworden. Aber schön, oder? Oder ich langsam. Nice, ja, ist cool gebaut. Ja, ich dachte, so sind wir nicht viel zu langsam für die Landung. Ja, nee, der ist aber keine. Ich bin ja auch noch nie gefahren, das ist eine neue Spur hier. Dann dachte ich, ach, wird schon irgendwie hinhauen. Ja, der Part war cool. Ja, ich habe neulich ein Video von Johannes Fischbach gesehen. Und dann, klar, das ist natürlich Weltcup-Fahrer, ja. Und anderes Niveau, keine Frage. Und das war so krass, da war praktisch keine... Er hat sich selber einen Trail geshaped. Da war gar kein Anlieger. Dann nur so und er fährt die sich. Also er sagt so, jetzt bin ich 10 Mal gefahren, jetzt ist schon ein Anlieger da. Der drückt das Rad, als würde der das im Boden hämmern und fährt um die Kurve. Und ich denke, ich würde da voll wackelig durchfahren und denke, Gott, nicht rutschen, nicht rutschen. So war es bei Jasper auch. Das der hämmert crazy. Das Ding im Boden und geht um die Ecke. Und ich denke, wie geht das? So Leute, wir haben uns entschieden, den Trail hier nochmal zu fahren. Mir hat der gestört Spaß gemacht, Felix auch. Und... ja, deswegen sind wir jetzt noch mal kurz hochgeboostet in Runde 2. Boden hier ist so sandig. Kommt irgendwie beim Fahren Sand in den Mund. Also habt ihr den Anlieger oben gesehen? Der ist auch schon wieder so weggebrochen gewesen. Das schafft nicht Vertrauen hier für mein Schlüsselbein. Ich glaube, ich habe schon erwähnt, am 20. habe ich endlich die OP, um das Metall zu entfernen, also die Metallplatte, die gerade noch drin ist.
rauszumachen. 11 Schrauben sind es, glaube ich. Und ja, dann hoffe ich, dass auch mein Gehirn wieder ein bisschen besser mitmacht. Da spüre ich schon die Platte. Und das gibt natürlich nicht so Vertrauen auf dem Trail. Oh, bei dem Ding hätte ich auch voll Bock, das zu gappen. Aber da reicht mir der Speed noch nicht. Oh, das sieht perfekt danach aus. Ja, geiler Trail. Und geiles Bike. Performt echt richtig gut. Oh, jetzt der Sketch Drop. In die Wurzel. Nice. So Leute, nächster Trail. Und ich versuche gerade Felix zu überreden, dass er sich auch ein Kinibo holt. Er findet das Bike nämlich auch sehr geil und meinte schon, er würde sich's holen, wenn er jetzt noch mal eins kaufen müsste. Das heißt, ich fahre gerade auf seinem etwas klapprigen Decoy und er auf meinem. Ich will das Rad. Naja, jetzt von dem einen kurzen Trail. Ich finde, die Geräuschkulisse ist krass. Deins klappert halt echt ziemlich, ja. Leider, ja. Ja, ich meine, sein Decoy fährt sich nicht schlecht. Ist auch nicht so, dass man es nicht handeln könnte. Sagt er und kommt von der Linie ab. Nee, also schon fahrbar, vor allem wenn man jetzt eh schon die 19 Kilo gewöhnt ist. Es ist nicht mehr ganz so schlimm, auf das hier umzusteigen, wie vom Enduro damals. Aber ja, also wenn ich die Wahl habe, würde ich das Kinibo immer bevorzugen. Weil das Gewicht schon schiebt. Man merkt es bei Sprüngen, man merkt es in Kurven, beim Anbremsen und so. Ja. So geil! Für dich ist es wahrscheinlich jetzt wie Enduro, für mich ist das jetzt eher E-Bike-Feeling wieder mit einem. Das ist schon witzig. Ja, total. Das ist wie, als wäre nichts elektrisch dran verbaut, ey. Ja. Mega. Ich finde deins fährt sich gleich schnell oder so. Also das ballert genauso, wenn du laufen lässt und so. Aber gefühlt kann ich mit deinem halt nicht irgendwo ein bisschen verspielt fahren. Es fährt halt wie so eine Schiene, aber eben halt auch echt gerade. Schlaglöcher und so lässt das auch eher kalt, das merkt man voll. Ja, das ist nochmal halt gedämpfter als das. Da ist das schon ein bisschen holpriger, aber. Aber geiles Feedback, geile Aktivität und so. Wow. Das ist eine Spaßmaschine. Witzig. Nie. Die Landung ist auf Wurzeln, man spürt aber die Wurzeln kaum. Okay. Man sieht es aber nicht so ganz von oben. Ich guck mal, wenn du es machst, dann springe ich vielleicht hinterher. Wenn du springst, springe ich auch. Ah ja, bisschen langsamer als nötig, aber better safe than sorry. Junge, Junge, das ist schon eine Bügelmaschine, das Kniebeu. Das ist richtig entspannt bei so Wurzelsachen. Krass. Ich hätte extrem Lust, bei dem einen Coildämpfer einzubauen. Aber ich dachte, ich teste erstmal den Float X oder wie der heißt. Guck mal, wie er mir taugt. Und ein bisschen Upgrade muss ich mir noch lassen für später. So Leute, das hier ist anscheinend irgendein neuer Trail. Zumindest meinte Felix das. Sieht sehr unbefahren dafür aus. Oh, das liegt einfach nur viel Laub drauf, keine Ahnung. Ja Leute, kleines Update. Wir sind diesen komischen Magic Trail gefahren, der nicht wirklich geil war. Sind einfach im einzigen Sumpfloch hier gelandet, ey.
Weil ich habe jetzt gar keinen Bock zu beschleunigen. Weil dann genau, ich habe auch gerade gedacht, ich dachte jetzt auch nicht schnell runter wollen. Nicht alles würde ich sehen. Ich dachte die ganze Zeit noch so, der ist so unbefahren, vielleicht weil der so neu ist, weil du ja noch gesagt hast, der ist neu. Ja. Und dann dachte ich, ja, das macht keinen Sinn, weil der schon richtig ausgebaut ist und so. Ja. Wieso ist der so unbefahren? Ja, ja. Ich weiß es, wieso.